Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 4, unser Inselparadies, Let's Play Leben, was auch immer, Inselleben. Ja, irgendwie so. ja, es ist schon lange her, dass ich jetzt hier aufgenommen habe. Aber wir sind back. Und ja, die beiden sind in der Schule. Kati ist fleißig am Schreiben. Wenn sie denn schreiben würde. Hat sie abgeschlossen. Perfekt. Willst du mit deiner Katze nicht vielleicht ein bisschen reden? Vielleicht auch ein bisschen auf der Couch verwöhnen? Don ist halt am Schlafen. Don ist halt fix und fertig. So, so. Was ist das hier? Ah, nix. Okay, schade. So. Da liegt schon wieder ein Horn. Das ist kaputt. Aber es ist das Meerjungfrauenhorn, ne? Also dieses, ne? Ja. So, hier laufen ein paar Menschen rum. Ja, hier ist eigentlich nicht so wirklich was los. Ja. Kann man nicht irgendwie so am Wasser irgendwie sich so... Warum? Es ist so... Warum wurde mir jetzt angezeigt, dass ich offline bin? Ich habe ein... LAN-Kabel. Okay, vergessen wir das einfach. So, wir schmusen unser Kätzchen. Oh, Gruppenprojekt. Die letzte Hausaufgabe von Eva ist ein Gruppenprojekt. Die anderen Schüler der Gruppe sind alle sehr, sehr schlau. Soll sie versuchen, genauso viel beizutragen wie die anderen oder sie die ganze Arbeit machen lassen? Versuchen, was beizutragen. Fleißig Mitarbeiter, bla bla bla. Leistungsverbesserung klein, das ist doch gut. Kannst deine Katze auch streicheln? Die ist ganz nett. Kannst sie streicheln. Oh, aber schon ironisch, dass eine Meerjungfrau mit einer Katze jetzt schmust. Dominik, hör jetzt auf. Nerv nicht. So, wie viel Geld haben wir? 26.000. Taucherausrüstung. Ich will das Schatzzeugs haben und die Harpune und das auch. Und das war sehr teuer alles. Und jetzt können wir Unterwasseraufnahmen machen. Das wird cool. Ja. Komm. Wir haben jetzt ein bisschen Freizeit. Wir gönnen uns jetzt einmal... Warum haben wir eigentlich Bienen? Das macht nicht mal Sinn. Mach Flups. Ja. Schwanzflosse, yay. Die Bienen, ich glaube, ich verkaufe die. Die sind halt auch voll aufgebracht und irgendwie bringen die auch nicht so wirklich was. Ach, der Honig ist voll. Deswegen. Aber die machen halt hier keinen Sinn irgendwie, weil unsere Pflanzen hier hinten sind. Aber wenn die aufgebracht sind, dann sind die auch scheiße zu einem. Soll ich die dann hier hinpacken? Ich hab die jetzt mal da hingepackt, mal gucken. Vielleicht ist das irgendwie besser. So. Komm, komm, Kati. Das ist so cool, ey. Aber mir fehlt halt die Unterwasserwelt sehr, sehr krass. Das fehlt mir halt schon irgendwie extrem. Aber die Meerjungfrauen an sich sind schon sehr, sehr cool. So, Unterwasseraufnahmen. Yay! Ich freue mich voll. So, du hast Hunger, ne? Don, ja. Du kannst dir erstmal Reste essen gönnen. Ja. Ach Mensch, Pixel, ne? Pixel? Ne, Gracie, okay. Fotografiefähigkeit, sehr cool.
Oh, da müssen wir den Kasten auch noch ändern. Das können wir dann direkt machen und dann können wir das Klo auch verwenden. Ja, komm, jetzt iss erstmal was. Bevor du dich einstrullerst, komm. So. Du bist immer noch unter Wasser. Ja, okay, gut, ne, du brauchst jetzt nicht unbedingt Luft holen, deswegen. So, du bist so gut wie satt. Wenn wir das dann alles hingekriegt haben. Also, iss erstmal auf schnell. Dann würde ich sogar noch sagen, dass du alle Schüsseln bitte füllst. Aber erstmal aufessen. Ja, danke. Nicht wegräumen, ich verkaufe die Schale. Hihi. So, den Klospeicher einmal leeren. Oh, du bist so ekelhaft. So, auf dem Klo warst du jetzt. Perfekt. Eine Unterwasseraufnahme, das ist sehr gut. Freitauchen nach. Nach Schatz freitauchen. Ja, du musst aber jetzt nicht arbeiten, oder? Nee, heute hast du frei. Sehr gut. Dann werden wir auf jeden Fall uns hier dem Tauchen hingeben. So, wir. Ah ja, stimmt, wir sind mit Donja in der Rente. Wir haben jetzt Zeit. Und Zeit und Zeit und noch viel mehr Zeit. Und ich glaube, sie ist kaputt. Ich glaube, sie steht da schon ein bisschen zu lange. Aber gut. Ist jetzt was in der. Ist da was drin gewesen jetzt eigentlich jemals? So. Und die letzte Schale noch auffüllen. So. Kannst du mal ein bisschen tanzen? Dann hast du wenigstens. Dann füllt sich dein Spaß wieder ein bisschen auf. Ein Herz von Sulani gefunden. Das ist natürlich. Was kannst du jetzt hier alles noch machen, Meerjungfrau? Wir rufen mal den Delfin. Yay! Name. Sophia. Das ist Sophia. Sophia streicheln. Ja. Aber Sophia kann halt nicht so viel, ne? Man kann halt mit dem Delfin nicht so viel interagieren. Das ist halt auch ein bisschen traurig, finde ich. Aber okay, ich beschwere mich nicht, ne? Wir können einen coolen Delfin rufen. Aber man hätte trotzdem um Trick bitten. Apportieren. Was leveln wir da die ganze Zeit? Oh, wir sind im Schreiben auch schon richtig gut. Was haben wir gekriegt? Ein Geschenk haben wir erhalten. Okay, cool. Sind wir jetzt beste Freunde? Ja, so gut wie. Seelenverwandte sind wir. Ich habe den Delfin kaputt gemacht. Der Delfin ist kaputt. Ich habe den Delfin kaputt gemacht. Du kannst aber trotzdem mal nach Hause schwimmen. Wir reden mit dem Delfin, der ist aber kaputt. Na super. Ich habe den Delfin geschrottet. Ah, ich bin so gut. Ich kann einfach alles kaputt machen in diesem Spiel. Ich bin einfach top. Oh, du stinkst. Du solltest eventuell schnell duschen gehen. Oh Gott, du siehst schrecklich aus. Wir gehen das Outfit jetzt mal bitte gleich. Alles ernten. Kannst auch bitte. Ja, geht das? Kannst du, ne? Das ist doch jetzt hier Kacke. So. Simka-Anzug anziehen. Ja,
Honig sammeln. Was leveln wir da denn gerade? Ich habe keine Ahnung. Und jetzt kannst du bitte oben, bevor du jetzt zerstochen wirst, einmal aufs Klo gehen. Und du darfst bitte einmal schnell das Outfit nochmal ändern, weil das die Schuhe gehen null dazu. Das finde ich katastrophal. Willst du mal hochkommen oder... Hallo? Bist du kaputt, ehrlich jetzt? Und wo war jetzt das Problem? Manchmal muss man Dinge einfach nicht verstehen. Manchmal sind sie einfach kaputt und funktionieren nicht. Und dann ist einfach gut, lass einfach stehen, ist kein Ding. So. Ja, ja. Perfekt. Das sind deine Schwimmsachen. Die finde ich auch eigentlich an sich so nicht schlimm. Sieht halt nur kacke aus. Wir nehmen mal das Lilane dazu und die Schuhe, die kommen weg. Problem gelöst. Tatsächlich finde ich aber... Meerjungfrauenform, genau. Ich wollte mal gucken, was es bei der Flosse alles für Farbvariationen noch gibt. Ich wollte das vielleicht noch... Das ist auch sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist ja die gleiche, nur mit Punkten, ne? So komplett in Lila ist ganz cool eigentlich. Die finde ich halt irgendwie sau schön, ne? Ist halt die auch die Mama hat. Nur in einer anderen Farbe. Das sieht sehr schön aus. Ich wollte ja auch diesen Ariel-Look erst haben, aber irgendwie... Das wäre halt, ich finde das mit den Punkten jetzt doch nicht mehr so cool. Deswegen bin ich jetzt hierauf übergestiegen, mehr oder weniger. Ist die Frage, lassen wir die grün, so wie Ariel, eine grüne Flosse, ein lila Muschel-BH und halt ihre rote Mähne, mehr oder weniger rot. Oder sind wir richtig, richtig crazy und das finde ich halt super schön, ne? Ist auch sehr schön. Ist auch was anderes. Ich glaube, wir nehmen die hier mal. Ich finde die sehr schön. Das passt auch gut mit dem oberen Lila. Wir ändern es jetzt einfach. Das war jetzt aber nur Zufall. Das wollte ich eigentlich gar nicht ändern, aber haben wir es trotzdem gemacht. So, ich würde ganz gerne jetzt aber auch ein bisschen die Stadt unsicher machen und ein bisschen Meerjungfrauengesang auf andere anwenden. Wäre halt ganz cool. Ja. Immer diese Ladezeiten, ey. Jetzt muss ich die beiden noch Hausaufgaben machen, schicken. Schicken, machen. Machen, schicken. Hausaufgaben machen, schicken. Ach, keine Ahnung. Ja, sollte aber vielleicht auch... Ja, danke schön. Komm. Hopp, hopp. Guck mal, sieht doch viel besser aus. Du hast... Guck mal, wir machen das jetzt mal so. Du kommst mal eben hier hin. Nein, nein, stopp. Du kannst dir ein Bad gönnen. Und du kannst sehr, sehr gerne erstmal verdorbenes Essen ausräumen. Und dann was Schönes kochen. Und zwar was Vegetarisches. Wenn wir da jetzt was finden. Ja, wir machen Honigkuchen. Das klingt doch gut. Du brauchst Energie. Das heißt, du machst erstmal ein Nickerchen direkt. Ihre neue Flosse sieht echt toll aus. Ja, ihre neue Flosse finde ich besser als die alte.
Passt doch irgendwie besser zu ihr so an sich. Schon toll. Du gehst ein Nickerchen machen, danach machst du auf jeden Fall Hausaufgaben. Da gibt es auf jeden Fall keine Widersprüche, das machst du. Punkt. So. Ich habe jetzt Don vergessen, das T-Shirt wegzumachen, wenn er sich sonnt halt. Willst du kochen gehen? Hallo? Habe ich dich jetzt kaputt gemacht? Reset Sim KT Weber. Vielen Dank. Nein, wir wollen immer noch nichts. Du kannst aber jetzt trotzdem das verdorbene Essen einmal aussortieren. Und dann darfst du immer noch was kochen. Immer noch Honigkuchen. Und du scheinst richtig, richtig happy zu sein. Du bist schon wieder müde, ey. Was ist denn los? Das ist traurige Musik, die mir nicht gefällt. Das klingt schon viel freundlicher. Wie jetzt? Nein. Hä? Warum sollte sie denn den Gartenzwergen beitreten? Das macht nicht mal Sinn. Guck mal, hier steht eh eine Verkäuferin. Wir machen mal mehr Auswahl. Wir singen sie mal ein bisschen an. Kommst du? Sie kommt. Ach, Entschuldigung. Oh, sie ist sehr, sehr müde jetzt. Können wir noch was machen? Hehehe. Okay, irgendwie nicht den Effekt gehabt, den ich eigentlich jetzt wollte. Nun gut, nun gut. Ach, du musst Hausaufgaben machen. Verdammt. Kannst du dann direkt mal machen. Don, du bist ein bisschen. Don ist wütend. Okay. Don, dann solltest du für heute auf jeden Fall mal schlafen gehen. Geh einfach schlafen. So, du bist auch fertig mit deinem Nickerchen, das heißt, du kannst auch deine Hausaufgaben machen. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch aber fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play The Sims 4, unser Inselleben. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss!